Um diese Stammfunktion zu berechnen, könnte man die euklidische Polynomdivision vornehmen. Es geht aber auch anders. Man könnte auch diese minus 1 umschreiben in plus 1 minus 2. So. Denn 1 minus 2 macht ja minus 1. Warum machen wir das? Weil hier erkennen wir jetzt den Bruch x² plus 1 auf x² plus 1 und dann bleibt hinter noch minus 2 auf x² plus 1. Also können wir diese Stammfunktion in diese Form schreiben. Das macht Sinn, denn die Stammfunktion der Differenz, das ist die Differenz der Stammfunktionen. Dieser Bruch ergibt 1, dann bleibt da also Stammfunktion von 1 dx zu berechnen, minus, und hier bleibt die Stammfunktion von 2 auf x² plus 1 dx zu berechnen. Diese 2 schreiben wir als 2 mal 1, so fliegt die 2 als multiplikative Konstante aus dieser Stammfunktion raus. Jetzt rechnen wir die Stammfunktion von 1 dx, das macht natürlich x, und noch die Stammfunktion von 1 auf x² plus 1. Da gibt es aber nichts mehr zu rechnen, denn wir wissen, dass das hier die Ableitung von Arcus Tangens ist. Also ist diese Stammfunktion Arcus Tangens von x. Und diese Übung ist schon beendet.